So, moin Freunde, Sportfreunde. Wieder mal hat es Argo, unser persischer kleiner Freund, aus Düsseldorf oder wo er herkommt, bewiesen. Er hat keine Ahnung. Aber so richtig gar keine Ahnung. Und zwar geht es um den Fall Tom Lorenz. Was hat unser kleiner persischer Freund denn wieder mal so von sich gegeben? Er, der Prophet. Mohammed ist gar nicht gegen ihn. Er ist der Prophet. Er hat es prophezeit. Was hat er denn prophezeit? Wenn er es prophezeit hätte, seine eigene ignorante Inkompetenz, das würde ich bestätigen. Das kann er prophezeien. Das kann jeder prophezeien, der schon mal ein Video von ihm geguckt hat. Tatsächlich hat er auf einer Seite von der GDFP Schlag mich tot, von so einem kleinen Verband gefunden. Dort wird ein gewisser Tom Lorenz als positiv getestet, geführt, dopingmäßig. Und schon hat der kleine, dicke Perser, hurra, zwei Videos dazu gemacht. Zwei, er braucht ja die Klicks. Ne? Sonst hat er ja kein Einkommen und kein Auskommen. Wo kein Einkommen ist, ist auch kein Auskommen. So, Fakt ist, der wird ja als positiv getestet geführt, weil er nicht getestet worden ist. Ne? Das ist der Skandal. Er wird positiv getestet geführt, obwohl er gar nicht getestet wurde. Und zwar hatten die Tester Angst vor seinen Hunden und gingen nicht mit auf den Hof. So, der ist aber nun mal nebenbei Hundezüchter, das ist sein Hobby. Er hebt nicht nur Eisen und macht seltsame Videos, der züchtet auch Hunde. So, und wenn bei mir hier jemand kommt, der mit mir trainieren will oder mich besuchen will oder sonst irgendwas, ich züchte zwar keine Hunde, aber ich habe welche, dann meldet er sich vorher an, eine Stunde vorher oder so, das reicht, oder macht einen Termin mit mir aus, dann verpacke ich meine Hunde so, dass es nicht zu irgendwelchen Zwischenfällen kommen kann. Weil Hunde verteidigen halt ihr Revier, das ist normal, das liegt in der Sache, in der Art des Hundes. So, und die Tester von der GDPF oder weiß ich, wie dieser Verein da, seltsame Mini-Verband da heißt, der sich so auf die Flaggen schreibt, er ist es, der ist noch nicht mal in der Lage, zwei Stunden vorher Bescheid zu sagen oder eine Stunde vorher Bescheid zu sagen oder ganz unangemeldet zu kommen, aber dem Mann Zeit zu lassen, seine Hunde wegzupacken. Das hat der GD Schlag mich tot da nicht drauf. Ne, die haben ja noch mehr zu tun an dem Tag. So, dann fahren sie weg. Er wird formal erstmal als positiv getestet geführt, obwohl er vor Zeugen gesagt hat, okay, ich pinkel hier an der Straße hinter der Hecke oder hinter der Hoftür in euren Becher. Nee, das wollten die nicht, dass da... War ihnen wohl nicht hygienisch genug oder was? Da sind sie von dann gezogen, ohne zu kontrollieren. Und darauf macht der kleine, dicke, schlaue Perser zwei Videos, in denen er in zwei Videos nur eines beweist. Er hat keine Ahnung. So, ich bin über 60 und er hat ja mal behauptet, sein Bankdrückbremsen-Video 150 ab 50 Jahre natural nicht möglich. Mich kann man jederzeit testen, Herr Arko. Jederzeit können Sie mich testen, auf Ihre Kosten. Fällt der Test positiv aus, bezahle ich den Test und gebe Ihnen noch Geld dazu. Von mir aus, lassen wir sagen, 1000 Euro. Ist doch viel für Sie, wie Sie da von den Klicks leben müssen. Herr Arko, wissenschaftlicher Berater, der Sherlock Holmes der Steroidfahndung. Das ist doch eine Menge Geld für Sie. Trauen Sie sich, machen Sie es. Ne, kommen Sie vorbei, testen Sie mich. Ich drücke die 150, wir testen. Jederzeit. Jeden Tag, außer wenn ich gerade mal auf dem Wettkampf bin, da bin ich nämlich nicht zu Hause. Aber ansonsten bin ich fast das ganze Jahr über hier zu erreichen. Ne, machen Sie es, wenn Sie das wollen, wenn Sie darauf eingehen, machen wir einen Vertrag beim Notar. Richtig, und ich kriege von Ihnen dann den Test bezahlt. Und sagen wir 1000 Euro, wenn er positiv ist, wenn er negativ ist, kriege ich von Ihnen 1000 Euro. Trauen Sie sich, die wissen doch alles. Sie sind doch der große Prophet. Ne? Mohammed, Segen und Friede sei mit ihm und seinen Gefährten. Der ist ja nichts gegen Sie. Sie sind ja perfekter als Mohammed.
Also trauen Sie sich. So. Einmal für Akku. Nicht schön, aber für dich langt's. So, wie schon mal gesagt, Idee von Richard. Den Rolling Thunder habe ich auch von Richard. Und der hat mir auch noch ein Gummi geschenkt, das nehme ich immer mit ins Bett. Nicht, was ihr Säcke jetzt denkt. Das ist ein Iron Mind Gummi. Und damit mache ich immer zum Einschlafen meine Handbewegungen. Ihr Wildsäue, ihr seid versaut mit euren seltsamen Gedanken. Aber seit ich diese Griffkraftübung von Richard mache, habe ich deutlich weniger Rheumaschmerzen in den Händen. Und ich hoffe, das macht sich bei meinem Kreuzheben bemerkbar. Gestern bin ich ja jämmerlich verkackt bei 200 Kilo Trapperheben. Das war gar nichts. Thank you.